Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, bevor wir zu den ernsteren Abläufen der Tagesordnung kommen. Möchte ich Sie unterrichten über das Spiel der Landtagself. Es war leider nicht so erfolgreich wie das letzte. Am gestrigen Abend kam es in Niederselbach zur dritten Begegnung zwischen der Landtagself und der Hessen-Aufwahl des Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportbundes e.V. Zwei Sieger standen vor Spielbeginn schon fest, denn die beiden F-Jugendteams von TV Idstein und dem SV Niederselbach bekamen den Scheck des Landtagspräsidenten überreicht, mit dem die Anschaffung neuer Trikots unterstützt werden soll. Chancenlos war das Team von Coach Decker dieses Mal gegen die Truppe junger Männer mit intellektueller Beeinträchtigung. Man möge das interpretieren, wie man will, obwohl die letzten beiden Begegnungen gewonnen werden konnten. Decker konnte nur auf zwei Auswechselspieler zurückgreifen, während die Hessen-Auswahl eine volle Bank und ein Durchschnittsalter von nur 23 Jahren hatte. Bereits nach 15 Minuten musste man im hohen Tempo Tribut zollen und lag mit 0:1 zurück. Zur Halbzeit stand es 0:3 und in Hälfte 2 war die Maxim, das Ergebnis nicht zu hoch ausfallen zu lassen. Trotz der am Ende deutlichen 0:6 Niederlage war es aus Sicht der Parlamentself schön zu sehen, wie sich die Mannschaft der Hessen-Auswahl in den letzten drei Jahren sportlich entwickelt hatte, die zu Recht vor kurzem deutscher Vizemeister geworden ist. Auch im nächsten Jahr werden die sportlichen Botschafter des Parlaments wieder auf den hessischen Sportplätzen unterwegs sein, um parteiübergreifend das Runde in das Eckige zu bringen. Und ich hoffe, dass wir dann von hier oben auch wieder ein paar Tore vermelden können. Kolleginnen und Kollegen, damit eröffne ich die 116. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung erledigt sind die Punkte 1 bis 3, 12 und 44. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP betreffend aufklärungsbedürftige Fragen im Zuge der Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses, Drucksache 19/5300. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 72 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 57 aufgerufen. Ich sehe keinen Widerspruch. Außerdem eingegangen ist ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE zu dem Entschließungsantrag der Fraktion CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Reformationsjubiläum 2017. Der Änderungsantrag hat die Drucksache Nummer 19/5304. In der Sitzung des Rechtspolitischen Ausschusses gemeinsam mit dem Unterausschuss Justizvollzug gestern Abend wurde zu dem Gesetzentwurf Drucksache 19/5222 zu 19/4970 ein Beschluss gefasst mit der Drucksache 19/5301. Die dritte Lesung dieses Gesetzentwurfs steht auf Tagesordnung unter Tagesordnungspunkt 19 und wird am Donnerstag aufgerufen. Heute tagen wir vereinbarungsgemäß mit einer Mittagspause von 2 Stunden bis 18 Uhr, beginnen mit Tagesordnungspunkt 57 zusammen mit Tagesordnungspunkt 72. Danach folgt Tagesordnungspunkt 4 zusammen mit Tagesordnungspunkt 56. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 62. Heute fehlen entschuldigt Frau Staatsministerin Lucia Puttrich und Herr Abg. Timon Gremmels und Frau Abg. Nicola Beer. Ich gebe noch den Hinweis, dass heute auf Ihren Plätzen der Taschenkalender 2018 ausliegt. Und ich teile noch mit, dass heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung im Sitzungsraum 204M zusammenkommt. So, also ich kann hier oben gut gegen die Geräuschkulisse ankämpfen, aber wir kommen jetzt zum Einstieg in die Tagesordnung, und ich bitte um etwas mehr Ruhe.